Hallo, ihr Lieben, willkommen zu Maras Bastelstunde. Heute versuchen wir einen hübschen Pinselständer zu basteln. Was ihr braucht, ist eine leere Dose. Ich nehme hier immer so Cappuccino Vanille. Den Deckel machen wir dann ab. Also nur die leere Dose vorher ausspülen. Wieder das Papier, das ihr mit dem mit den Aufbewahrungsschachteln verziert habt. Bei mir ist es jetzt dieses Packpapier von Rossmann, das bemustert ist. Normales Geschenkpapier, das euch gefällt, tut es aber auch. Und dann schneidet ihr das so zu, dass es unten gerade ist und hier schon rumpasst. Ich habe das mit so einem Papierschneider gemacht. Aber es langt auch, wenn ihr das einfach mit einem Lineal und der Schere gerade schneidet. Einfach, dass der Abschluss hier unten sauber wird und wir das dann gleich ankleben können. Und es muss natürlich einmal drumherum passen. So. Was wir dann noch brauchen, sind so Schleifenbänder. Sucht euch das aus, was euch gut gefällt. Natürlich Kleber. Ich habe jetzt auch noch eine Heißklebepistole. Kann sein, dass wir die verwenden müssen, aber wenn ihr normalen Kleber habt, dürfte das ausreichen. Und dann noch so ein bisschen Verzierungsmaterial. Ich habe jetzt Engelsflügel und kleine Engelchen. Die bekommt ihr im Dekogeschäft oder im Bastelladen. Sucht euch das aus, was ihr gefällt. Ihr könnt auch Marienkäfer nehmen. Einfach das, was ihr hübsch findet. So, ihr Lieben, wir fangen jetzt an. Ihr habt euer Papier schon zugeschnitten. Wie gesagt, eine gerade Kante muss es mindestens haben. Oben ist es nicht so schlimm, weil da verzieren wir es auf jeden Fall mit einem Band. Schaut drauf einfach, dass es unten den schönen Abschluss hat. Also, dass unten nahtlos hier mit diesem Metallrand abschließt. Oben ist es, wie gesagt, nicht so wichtig. Und dass ihr es hier rundherum bekommt. Und dass diese Kante hier auch gerade geschnitten ist. So, das Zuschneiden, denke ich, kriegt ihr alleine hin. Dann nehmen wir einfach Uhu und kleben unsere Dose mal. Ich mache es jetzt nur mal bis hierhin, nicht bis ganz hoch, weil mein Papier bis oben rum auch nicht reicht, und dann beschmiere ich die Dose ringsherum mit Kleber. Der Kleber dürfte dann auch halten. Wenn ihr denkt, dass da genug drauf ist, dann nehmt ihr jetzt euer Papier. Das bei mir ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich nur eine Hand. Die Kamera läuft auch noch. Schaut, wo der gerade Abschluss ist. Bei mir ist das hier. Und dann setzt ihr das an. So. Und dreht es und klebt es hier. Wenn es klebt, drückt ihr es immer wieder fest. So geht ihr mit den Fingern drüber. Und dann rollt sich das quasi schon von alleine da dran. Und schaut immer, dass es keine Blasen schlägt. Dass unten der Rand sauber geklebt ist, aber es legt sich fast wie von alleine rum. Also ihr müsst da nicht viel machen und immer so ein bisschen drüber, damit es keine Blasen gibt und dass es festgeklebt ist. So, dann noch mal so ein bisschen ziehen mit beiden Daumen, einfach damit ihr keine Hubbel reinbekommt. Und dann guckt ihr, es hat jetzt bis hierhin geklebt, diese Kante, die nicht verklebt ist, da macht ihr jetzt einfach Kleber drauf. Muss auch gar nicht so viel sein. Zack. Einfach nur, damit das jetzt auch schön verklebt wird. Und dann schaut ihr wieder, dass hier unten der Abschluss sauber ist. Klebt da drüber. So, und dann ist der erste Schritt zum Pinselständer schon. Schritt 2 ist, dass ihr euch ein Schleifenband aussucht, das euch gut zu eurem Geschenkpapier gefällt. Das ein bisschen zurechtschneidet. Erstmal ein bisschen länger, als hier der Umfang ist. Dann sucht ihr euch hier hinten eure Kante raus. Klebt hier so ein bisschen Klebstoff drauf, aber nur so breit, wie das Schleifenband ist. Erstmal nur so ein bisschen, um das hier anzukleben. So. Und dann klebt ihr das natürlich hier wieder an den Rand. Ich lasse jetzt die Alukante aber frei, weil ich die eigentlich sehr hübsch finde. So. Dann zieht ihr das hier so ein bisschen zurück. Und klebt immer so ein bisschen Klebstoff drauf.
Ich mache es jetzt immer nur schrittweise, weil man dieses Band hier sehr genau ankleben muss an den Rand, weil sich das sehr leicht verschieben lässt. So, wenn ihr es hier jetzt wieder ein Stück angedrückt habt, immer gut ein bisschen drücken, weil wie gesagt, das verschiebt sich sehr leicht. Dreht ihr es wieder und geht einfach euren Schritt weiter. Und das machen wir jetzt ringsrum. Schaut bitte drauf, dass ihr den Kleber nicht höher zieht, als euer Band ist, sonst habt ihr euren Pinselständer irgendwie mit Kleber versaut. So, und dann wieder festdrücken, schön an den Rand dran schieben. So, ihr seht dann, dass das hier ein bisschen übersteht. Das macht aber nichts, solange es hier mit der Kante dann abschließt oder kurz davor oder kurz drüber ist. Nur nicht, dass es dann hier irgendwo ist. Also die Kante sollte irgendwie immer in der Nähe sein. Und dann kleben wir das Stück noch fest. Machen wir dasselbe am oberen Rand. Da klebe ich jetzt nochmal dasselbe Band auf, einfach nur damit wir einen schönen Abschluss haben. So, ich habe es jetzt oben schon teilweise angeklebt, bis hier das kleine Stück. Ich wollte euch noch zwei Sachen sagen, worauf ihr achten müsst. Also wenn ihr ganz wenig Kleber nur auftragt, dann bekommt ihr diese Flecken, wie ich sie hier unten teilweise habe, die jetzt gleich verschwinden nicht. Also tragt ganz wenig auf. Das wäre dann hier ungefähr so viel. Und worauf ihr oben an der Kante achten müsst, hier ist auch wieder so ein silberner Rand. Das ist jetzt keine Kante wie hier unten, dass es dieses Blech ist, sondern das ist einfach von der Pappe ein silberner Streifen. Ich habe den jetzt trotzdem freigelassen, weil ich den ganz hübsch finde. Und dann müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr sehr sauber klebt und den Rand sehr sauber legt. So, das ist jetzt der Pinselständer, wie er jetzt aussieht. Jetzt möchte ich ihn nochmal mit einem Schleifenband verzieren. Es gibt da, das muss schmaler sein als das, welches ihr aufgebracht habt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier das mit Pünktchen. Ich fand jetzt aber Pink auf Pink ein bisschen unspektakulär. Und hier in die Mitte könntet ihr es aufbringen, war jetzt aber auch nicht so das, was ich schön gefunden hätte. Ich zeige euch mal, was man noch machen kann. Ihr könntet jetzt aber auch ein weißes hier anbringen. So. Oder ein hellblaues, das was euch gefällt. Was ich jetzt mache, ich habe aus dem Bastelladen ein rosanes und da steht drauf It's a Girl. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht. Auf jeden Fall bringe ich das jetzt an. Da fangen wir natürlich wieder hinten an der Kante an. Ich mache es unten. Also das, ich finde es jetzt an oben und unten aufzumachen ein bisschen zu viel. Ich bringe es jetzt nur unten an. Wer es oben schöner findet, macht es oben. Wer es in der Mitte schöner findet, macht es in der Mitte. Und das kleben wir jetzt auch wieder an. Ganz vorsichtig. Ich mache das jetzt weiter und dann sehen wir gleich, wie es fertig aussieht, wie man Schleifenband aufklebt. So, und auch da bitte wieder darauf achten, dass der Abschluss mit den anderen Abschlüssen übereinstimmt. Also das so, dieses Band habe ich so aufgebracht, damit oben und unten noch ein kleiner Streifen Pink frei ist. Da muss man sehr sauber arbeiten. Ihr seht, ich habe es hier nicht immer komplett gleichmäßig geschafft, aber ich denke, so ist es in Ordnung, es ist selbst gebastelt, es sieht trotzdem sehr hübsch aus. Was wir jetzt noch machen, ist das Ganze verzieren. Das kann man machen mit Figuren, die man möchte. Ich habe jetzt hier so einen Engelskopf, aus dem Dekorationsladen findet man aber auch im Bastelladen, und hier habe ich so Engelsflügel. Die werden jetzt mit Kleber nicht halten, zumindest nicht die Engelsflügel, weil die haben keine glatte Oberfläche, also hinten keine große Klebefläche. Der hier hat eine Klebefläche, der würde auch mit dem Kleber halten. Ich mache jetzt aber schnell die Heißklebepistole warm und dann kleben wir das zusammen. So, die Heißklebepistole ist warm. Ihr nehmt dann euren Pinselständer von vorne, also achtet darauf, dass diese Kante hier hinten ist.
Die Ornamente bringen wir vorne auf. Ich lege den jetzt mal so hin. Das Gute ist, er rollt auch gar nicht weg. Ich habe jetzt, wie gesagt, mich für einen Engel und Flügel entschieden, weil ich nehme dann jetzt hier die Heißklebepistole. Aber vorsichtig, die ist vorne sehr, sehr heiß. So eine Heißklebepistole kriegt man schon für unter 10 Euro. Ich habe meine zu Nikolaus letztes Jahr bekommen, weil ich damit auch sehr viele Haarspangen selber bastel und sowas. Da bringt ihr ein bisschen davon auf. Wie gesagt, das dürfte auch bei so einer Oberfläche mit normalem Kleber funktionieren. Und dann klebt ihr es dorthin, wo ihr es haben möchtet. Wie es euch am besten gefällt. Wie gesagt, diese Verzierungen sind Geschmackssache. Ich bin nun mal so ein Kitsch-Mädchen. Ihr könnt auch Sterne draufkleben. Ach, alles, was euch irgendwie gefällt. Sollte ja nur eine Anregung sein, dass man aus diesen Kaffeebechern. Hier nehme ich jetzt den Engelsflügel und mache hier an dieser Spitze Heißkleber drauf. Dass man aus solchen Kaffeebechern Pinselständer basteln kann. So, zack. Die eine eigene Note haben und die dann irgendwie ins Zimmer kommen. Passen. So, und den klebe ich so ein bisschen hier schräg auf, dass die so zusammensitzen. Ich finde das so, wie ich es aufgeklebt habe, ganz schön. Trocknet das Ganze und dann ist der Pinselständer fertig. Wir müssen ihn nur noch einräumen und ja, kostengünstig etwas Schönes selbst gebastelt. Kann man auch verschenken. So, bis gleich. So, ihr Lieben, der Pinselständer ist eingeräumt. Wie gesagt, das hier sind jetzt sehr lange Pinsel. Wenn ihr kürzere habt, dürfte es etwas zu hoch sein. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr auch flachere Dosen noch bekommt. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Unten steht It's a Girl drauf. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Bastelidee gefallen. Dann werde ich mir demnächst nochmal was Neues ausdenken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Videoantworten macht, wenn ihr es nachgebastelt habt. Oder mir Fotos zukommen lasst als Videoantwort. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Und so sieht das Ganze dann auf meinem Schreibtisch aus.